Hallo, Freunde der Weihnachtszeit, da sind wir wieder. In Silent Hill. Im Nowhere sogar, ne? Obwohl es eigentlich für mich immer noch das Krankenhaus und die Schule ist. Als verrücktes Multikomplexgebäude. Als wäre es vorher nicht schon verrückt gewesen. Ja, hauptsächlich ist es die Schule, aber man hat ja auch ein paar andere. Quatsch, die Schule. Was sage ich denn? Das Krankenhaus. Ja. Aber, ach, ist doch alles egal. Hauptsache Cameo-Auftritt vom Klassenraum. Jetzt müssen wir halt irgendeine blöde Tür suchen. Ja, und zwar die Fahleck. Die war doch hier irgendwo rechts. Kannst du mir sagen, ist das nicht Fahleck? War das nicht Fahleck? Es gab ja Haggis, Fahleck. Haggis. Und Opinel, aber Opinel hatten wir ja schon am Anfang. Ja, kann auch sein, dass die Opinel das eben war. Ja. Wer weiß das schon? Harry weiß es nicht. Hauptsache auch alle Türen auch falsch benennen. Das ist scheiße. Opinel, Phallus. Phallus. Haggis. Hier, guck mal. Ah, das ist also Phallus. Mal gucken, was dahinter ist. Ein riesiger Phallus. Ein Baguette, eine Salatgurke. Und Schwestern. Ah, die sind böse. Was ist das denn? Und diese Geisterviecher. Die sind aber neu. Ja, jetzt greifen sie an. Ach, waren das unsere Quietschis? Ja. Ach, die sind jetzt böse, oder was? Ja. Finde ich nicht gut. Ich auch nicht. Quietschis dürfen niemals böse sein. Für Scheiße, ne? Ja. Ich bin stark traurig gerade. Das liegt da für ein Scheiß. Das ist nur die Schnellgurt, ja. Ja, dann müssen wir... Ah, halt, ich glaube, das ist der Scheißkeller. Das ist... Aber er ist verschlossen. Megatron. Megatron. Jetzt braucht ihr Megatron-Schlüssel. Mein Gott, das ist ja alles... Transformers. Decepticons. Hellstrink, den nehmen wir. Ja, Harry achtet auf seine Gesundheit. Hier fehlt man jetzt... Empty Bottles. Auch. Und eine Tüte Jelly Beans, die, oh, mag, cool. Er, die mag er so gerne. Ja, ich auch. Nimm die bloß mit. Oh, cool. Nee. Harry ist auf Diät. Gleich mal aufreißen. Nom, nom, nom. Oh, der Klotz. Er ist echt so ein Klotz. Warum macht er das? Voll wie sinnlos. Warum ist da ein Schlüssel drin? Ja, ich find's auf jeden Fall eine coole Merchandise-Idee, wenn man jetzt alle Schlüsse, die in Silent Hill jemals vorgekommen sind, so in Jellybean-Tüten mit einbezieht. Ja, gut, ja, ist schon richtig, aber... Das wäre witzig. Das war ein komisches Rätsel, wenn du mich fragst. Das war kein Rätsel, er muss die Tüten aufsammeln und Harry hat's aufgemacht. Der Tölpel. Oh, Jellybeans auf dem blutigen Regal. Wie Essig. Boah, die sind so noch haltbar. Komischerweise. Gucken, wo man hier hinkommt. Alles ruhig? Alles ruhig? Ja, ist doch gut. Ein Fernseher. Oh, da können wir vielleicht die Nachrichten noch. Ja, mal. Das können wir auch. Oh, das machen wir auch. Vielleicht kommt diesmal sogar mehr bei raus, als dieses komische Rauschen. Ja, das ist sogar richtig. Oh, also blutig die Kassette auch ein bisschen. Ja. Hauptsache in der Hosentasche rumtragen. Alles. Na, hallo. Still has an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Ja. Skin is all charred. Ach komm. Even when charred, I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Und oozing? Rausglibbern, rausschleimen. I can't stand it any longer. I won't tell a soul. Promise. So please. Tja, das war Lisa. Ja, das ist, ja. Das war Lisa, ja. Sie hat es wohl nicht so... Bevor sie von Harry Mason brutal zerstückelt worden ist. Zerstückelt? Häusliche Gewalt Mason hat wieder zugeschlagen. Der hat die arme Kitzel mich, Lisa, ganz schön verprügelt. Okay. Großküche. Jetzt fehlen nur wieder die Raptoren. Mhm. Da ist was im Schrank. Ein riesiges Schwert. Ein Schwert im Schrank. Warum ist da ein Schwert im Schrank? Mach mal ein Safe-Dingens. Ich will wissen, wie das aussieht, wenn er vom Tentakel gekillt wird. Das weiß ich nämlich Ach, nicht Ach, das mehr. Passiert jetzt? Ja. Wir könnten den Ring benutzen, aber nein. Ja. Der Dolch von Melchior. Klotz ist verbrannt. Das war also hinter der Phallustür. Es wurde nicht zu viel versprochen. Da steckt der Klotz. Ja, na gut.
So war das also damals. Das wollen wir nicht nochmal erleben, das war ja furchtbar. Das war... Schnell ins Menü. Das... Mann, das war ja wieder spannend. Es ist echt schade, dass Silent Hill echt seinen Schrecken verloren hat. Muss man wirklich... Ein bisschen ist es ja tragisch. Ja. Ach. Damit geht's. Damit... Mit dem Ring der Ringe geht's also. So, nimm. Ja. Jetzt nimm auch hier... Den Dolch des Melchior. Und Balthasar. Legen da, wenn Scheiß. Fleisch. Ne? Oder leere Flaschen hier? Tabasco-Flaschen. Aber liegt da nicht. War das nicht eine Munitionspackung? Tja. Sie wollen raus, aber sie können nicht. Dank des Rings. Nee, Munition ist das nicht. Nee, ist einfach nur Gewürzkiste. Nee, keine Ahnung. Naja, das war ja wieder ein lustiges Abenteuer. Mit Harry Mason. Mit Harry Mason. Und diese blutigen Pfannen. Heute gab's Blut. Blutwurst. Ja, die wird sogar tatsächlich so hergestellt. Naja, kann man nichts machen. So, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Das war ja abgeschlossen. Ja, das war Schlüssel von Belfi, Bel Air, keine Ahnung. Bel Air. Der Schlüssel von Bel Air. Wo ein grusiger Dachboden. Ein Ankh. Und wieder zu spät. Ach, Klotz, ey. Der ist langsam. Der Klotz ist langsam. Das Kind ist fort. Fort. Hier war es und hat geheult. Nimm dieses ägyptische Ankh. Oh, ja. Das ist ein Flaschenöffner. Harry Mason nimmt den Flaschenöffner. So. Wait. Jetzt haben wir einen Dolch, einen Ankh. Und das war's, ne? Wir müssen nur noch hier diese blöde Platte da. Oh, Schmetterlingssammlung. Ach. Speichern wir auch nochmal ganz gut. Ja, machen wir. Ah, ich glaube, das ist der Raum, wo die Zeichnungen sind von Alessa. Also es ist eigentlich ihr Kinderzimmer. Und sie hat Schmetterlinge gesammelt? Ja, sie ist pervers. Ich wollte gerade sagen, welches Kind sammelt denn Schmetterlinge? So alt wie so ein alte Herrending. Siehst du? Ja. Wenn du die Viecher so betrachtest, die auf den Bildern ja, sind. Ja, schon alle mal gesehen, ja. Das soll wahrscheinlich dieses grüne Ding sein, würde ich jetzt mal wetten. Aus der Kanalisation? Ja, denke ich mal. Ja, boah. Auf jeden Fall der Wurm, der Sicherheitssalamander und... da so ein Flugding. Flugsaurier. Ja. Sie haben ein Erste-Hilfe-Spray im Mantel gefunden. Cool. Ah, da muss man jetzt ein paar der Symbole einsetzen. Ah ja, sehr gut. Ach, haben wir doch alle. Oder? Ich weiß nicht, aber man musste noch den Scheiß, die Platte da unten wegholen. Oder, hä? Da war doch noch ein Schlüssel. Da, man hat doch die Platte weggemacht und da hing doch ein Schlüssel hinter. Der elektrische, der elektrische Schlüssel, ja. Oder kommt man hier in den Keller? Kann gut sein. Also irgendwann mussten wir ja in den Keller den Strom ausschalten. Viel mehr Optionen haben wir ja nicht. Na ja, gut, nee. Dann gehen wir ins Menü. Dann setzen wir mal hier... den ganzen Krempel ein. Ja, hier den hier zum Beispiel. Den haben wir noch gar nicht benutzt. Nee. Ach hier, da ist ja. Peter. Von Bel Air. Moment. Ach, den haben wir auch in der Jellybeans-Tüte richtig gefunden. Richtig, ja, der war aber auf dem Flur auf jeden Fall. Ah, ja. So, dann den Dolch. Oder erst das den Flaschenöffner. Jetzt. Das wären super Plätzchen zu Weihnachten, wenn man die alle so als Förmchen benutzt. So. Aus die Maus. Aber ich will da jetzt noch nicht reingehen. Hast du etwa Angst? Ja. Ja, also Bel Air war irgendwie da hinten. Also. Das ist ja Megatron und. Hier irgendwo war Bel Air. Der hatte hier das hier, was glaube ich. Ja. Blutig. Ah. Was? Ah, Strom. Hier gibt's schon Strom. Wir sind gar nicht im Keller, siehst du? Wir sind im Keller jetzt. Ach, wir sind im Keller. Ach, ist das alles verwirrend. Was genau hat er stopped? Do you want to press? Nein. Wir möchten jetzt zum elektrischen Schlüssel. Jetzt erstmal wieder zu dem scheiß Schlüssel finden. Wir werden hier nie wieder rauskommen. Und dann erstmal wieder hier runterfinden. Oh ja. Gott. Aber wir müssen ja hier hin, weil da ist ja dieses... Also wir brauchen den grünen Schlüssel doch, bevor wir das Kinderzimmer betreten, oder? Ach, eine Abkürzung. Oder was? Ich hab keine Ahnung. Geh einfach zum Fahrstuhl. Ja, der funktioniert doch nicht. Ach, der geht nicht mehr. Oder geht der jetzt, wo der Strom aus ist? Das wäre ziemlich dämlich, weil das war der gar nicht funktioniert hat. Das ist der Ärztekongress. Ja, stimmt. Wo ist denn jetzt der Raum gewesen? Ich hab komplett die Orientierung verloren, tut mir leid.
Oh, wie war hier der erste Kongress? Nee, hier, ja, das ist das Klassenzimmer. Aber das nützt uns ja einen Scheiß eigentlich. Das nützt uns einen Scheiß, das ist richtig. Wie kann man durch. Nee, wie kam man denn überhaupt zum elektrischen Schlüssel? War der hier? Der war am Ende des Gangs hier, genau. So schlimm war das gar nicht. Der war hier auf jeden Fall. Merk ich. Ja, ja, auf der anderen Seite. Nee, nee. Doch, doch. Nee. Was mit der Tür? Die rechts hier. Ach, scheiße. Aber das war doch in so einem Gang einfach. Oder? Das war so. Da haben wir gesagt, ach, hier sind wir. Ja, gut, dann müssen wir die ganze Tür nicht ausprobieren. Ja, das stimmt auch. Ich weiß doch, das war wirklich so. Ich weiß, aber es war wieder woanders. Scheiße. Warum heißt das nochmal Nobe? Ach ja. Nee, das waren die Toten. Oh. Das sieht auch reiß alles mir, gleich aus. Reiß mir ein Bein aus und nenn mich Kopf. Oh, hier sind Gegner, scheint. Gut, dann richtig zu sein. Oh, oh nein. Die habe ich gleich gesehen. Nee, ich auch nicht. Mach dir nichts draus. Ihr Wichser. Schattenkinder. 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 Aber dann sind wir schon mal richtig. Ja, dann ist es hier gewesen. Ja, hier ist der elektrische Schlüssel, der nicht mehr elektrisch ist. Da-da-da-da. Ah, Megatron. Passt ja sogar mit Elektron. Jetzt sind wir ins Menü, sind wir verletzt? Bestimmt. Oh, sogar sehr stark. Höchste Zeit für einen Erste-Hilfe-Koffer. Ampulle haben wir. Ich glaube, die Ampulle kann sogar kurzzeitig Harry unverwundbar machen. Ja. Echt? Ich glaube, zumindest in anderen Spielen war das so. Ein unbesiegbarer Klotz, wie cool ist das denn? Aber das ist nur für ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden! Ja, wo sind wir jetzt durchgekommen? Scheiße! Ja, ja. Oh. Oh, oh, oh! Fuck! Mich verwirrt, dass die Krankenschwestern Geräusche machen. Sind nur so Animationsfehler bestimmt. Das sind Krankenschwestern. Alten, wie viel ziehen die denn ab, ey? Vor denen sollten wir uns ein bisschen mehr Wo hüten. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt. Ich weiß es nicht mehr. Naja, wieder in den Falek. Ist das Falek? Nein. Doch. Nee. Nee? Ja, aber hier ist schon mal richtig. Mann, nee. Doch, und jetzt weiter, weiter, bis wieder so eine Tür mit gelbem Symbol kommt. Such mehr Tür mit gelbem Symbol. Das ist so alles verwirrend. Was zum Henker, was war denn das dann? Hier ist das wohl Lisa gewesen. Also Falek haben wir ja ganz neu aufgeschlossen. Dahinter war ja Bel Air und Megatron. Und das blöde Kinderzimmer. Ja, das Ach, bringt der ja nichts. Ja nicht. Oh. Dann ist das der Ärztekongress oder das Klassenzimmer. Hier sind wir durchgekommen. Ja. Dann, was ist das da hinten? Was. Ist das... Ja, ah, ja, das ist genau. Der, hier, das war Megatron offen. Und Bel Air. Jetzt kommt ruhig ein Video. Achtung, jetzt kommt eine Matz. Everything is going according to plan. Ach was. Sheltered in the womb. Womb? But it's not done Mutterleib. Bleh. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. Ja, ja, Lispiner Doktor. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Ja, im Unterbewusstsein. Are you trying to say ich sag's dir. That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. Gillespie weiß, wovon denkt sie zumindest. Das denken die anderen auch, das ist das Problem. Nur Harry, der versteht kein Wort. Harry versteht mal wieder gar nichts. Also besser so. Wovon reden? Wer seid ihr überhaupt? Also seid ihr durchsichtig? Seid ihr alle tot? Seid ihr Geister? Seid ihr sowas wie magische Energiewesen? Oh nein.
Magische Energiewesen. Energiewesen reicht nicht. Nee, sie müssen noch magisch sein. Ups, und weg sind sie. Zack, bumm, weg. Ja, da ist ein Bild auf dem Tisch. Das sieht man schon. Haha. Ach, dieses Bild, das gucken wir uns nicht an. Nee, das ist auch bestimmt kein Plot-Hinweis. Ach so, da steht ein Stuhl. Ja. Ah, das ist bestimmt der letzte Ouroboros. Ich weiß, was ein Ouroboros ist sogar. Die gibt's bei Resident Evil 5. Echt? Ja, so nennen sich da die Gegner. Das sind auf jeden Fall die Schlangen, die sich selbst in den Schwanz beißt. Dieses Unendlichkeitssymbol. Ah. Was auch das Aurin bei der unendlichen Geschichte war. So, mich dünkt, wenn wir dieses Siegel einsetzen... Dann passiert was Schlimmes. Ja, der Bosskampf. Nämlich der wirkliche, richtige Bosskampf, ja. Wir sind wirklich am Ende angekommen, Leute. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den zu bestreiten. Ja. Einmal, wir speichern einfach mal vorher. Wir speichern, genau. Wir speichern hier, finde ich ganz gut, die Idee. Und zwar... Dann machen wir mal ein Safe State. Es gibt die Möglichkeit, mit Schusswaffen zu kämpfen. Ja. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, komplett darauf zu verzichten, dass man halt... Nicht kämpft. Genau, aber dafür braucht man halt die Bedingung, keine Munition mit reinnehmen. Das heißt, wir müssten dann alles verschießen, was wir haben. Ja, USA. Aber, und dann halt ein bisschen rumlaufen und also man muss halt ausweichen und bla, aber ich habe jetzt einfach mal Bock, das Ding zu bekämpfen. Richtig. Außerdem kommt der Dr. Kaufmann mit seinem Hustensaft und hilft uns. Ja, das ist doch gut. Spoiler. So, bitte. Ja. Ich hoffe, das reicht jetzt auch. Weil... Ja. Jo, Eskulapstab. Ist immer noch. Jetzt müssen wir den weil Kreis... Ouroboros noch fehlt. So einen Aschenbecher einsetzen. Oh mein Gott. Meine lieben Leute, es ist passiert. Oh, du willst, du musst zur Schule. No, no. Aber wir haben 2 Stunden Mathe, noch 2 Stunden Sport. Nein, nein. Wir müssen nackt tun. Und auch nackt Mathe machen. Wenn Mathe nicht schon Schamgefühle genug hochtreiben würde. Diese verrückten Geisterfrauen. Magische Energiewesen. Das muss dieses 3D-Fernsehen sein, denkt sich Harry jetzt. Obwohl es in den 70ern spielt. Da gab's doch gar keine Fernseher. Und auch kein 3D. War alles so zweidimensional und damit, pixelig. Ja, sieht man ja. Schon damals hatte sie diese olle Krawatte. Und keine Schuhe. Sie war schon immer verrückt einfach. Einmal verrückt, immer verrückt. Bei Origins sieht sie aus wie eine Prostituierte. Herein lies the mother's womb. War auch ohne Schuhe, oder was? Das weiß ich gar nicht, ich hab das Spiel ja noch nicht durch. I could have done it all myself. Mommy? Nein, ich bin nicht deine Mommy. Ich bin Daddy. Daddy. So. Na, das war ja wieder was. Abgeschlossen. Voller Marmelade. Abgeschlossen. Ab in den Keller. Das ist für ein schönes Bild. Können Sie das angucken? Da hängt einer. Hops, die Treppe. Oh, Harry Mason, der Klotz ist schon ganz aufgeregt. Er weiß nicht, was jetzt passieren wird. Nein, das weiß er nicht. Jetzt erfahren wir endlich den Sinn von Weihnachten. Naja, Megatron ist schon ist echt ein guter. Obwohl, Megatron ist doch der Planet von Transformers. Ja. Oder? Ich glaub schon. Oder? Nee, oder war das nicht so der Hauptbösewicht? Das ist Megatron, ne? Ja, das ist der Hauptbösewicht. Bei Optimus Prime und Megatron, das ist genau, sowas und wie doch. Hieß der Planet von Transformers? Wie hieß der Planet? Auch absolutes Themawechsel, scheiß mal auf die Geschichte. Ist auch egal, was die da labern, macht ja eh keinen Sinn. Wir haben gerade Wichtigeres zu klären. Jetzt mal ehrlich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Scheiß mal. Auch Harry Mason, das denkt er auch gerade so. Wie ist auf einem Planet von Transformers? Dahlia. Ich hab dir Schuhe gekauft. Birkenstock. Oh, fuck. Und diese furchtbaren Crocs, diese Plastik-Dinge. Die Brater mal beim Amt anhatte. Ja, wenn man zum Amt geht, dann bitte auch richtig. Aber Krawatte um und Flammenhemd am besten. Klassiker. Und eine
Calzone in der Hand. Ich freue mich auch, wenn er zufällig diese Folge sieht. Ich glaube nicht, dass er sich sowas anguckt. Ich glaube auch nicht, das wird niemals passieren. Und wenn, hallo, Grüße. Was sitzt denn da für ein Idiot im Rollstuhl? Ja, gute Frage. Why are you doing this? Das ist ein Inklusionsfall. Der hat einen Gastauftritt gewonnen. Unser Cameo-Behinderter. Ja. Was immer du sagst, verrückte Frau. Hauptsache, du wirfst mich mit Katzen. Oder mit hier, wie hießen die Babys nochmal? Diese Otter-Babys. Otter-Babys, ja. Die Harry so gerne zermanscht. Aber wie gut, er kriecht erstmal da raus und er tritt da einfach sofort auch drauf, ohne zu fragen, was es auch ist. Das wäre vielleicht der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Tja. Ach ja, klar. Wie begeistert sie das so sagt. Suffering. Oh, das ist gute Suffering. Pain and suffering. When all our sorrows will be washed away. Oh, ist das so. When we return to the true paradise. Cybertron. 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 Doch so simpel. Doch so einfach wieder. Hauptsache sehr viel Tron einfach. Und Cyber. So. Zibbeltron. Oh. Oh, jetzt wird's hier aber. Oh, 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 meine lieben Leute. Die Sonne. Nein, ein wunderschöner Engel. Oder das ist Prinzessin Leia. Das ist Prinzessin Leia. Zu dumm, dass ich mit einem Jagdgewehr auf den Engel schießen muss. Na, bisschen, wer war das? Ein bisschen wieder kitzeln. Tja, alte verrückte Frau. Dr. Kaufland. Dr. Kaufland. Und gut, dass wir ihn gerettet haben. Jetzt wirft er mit Hustensaft auf den Ding. Das finde ich gut. Niemand benutzt Dr. Kaufland. Ich habe immer noch die besten Angebote in dieser Stadt. Sie hat Blut an ihren Sohlen. Hätte ich mal Schuhe getragen, dann wäre es nicht so ekelhaft. Ich glaube, das interessiert sie jetzt nicht mehr. Nee, ich glaube auch nicht. Kaufland, Hustensaft. Ketchup. Traubensaft. Eigenurin in roter Flasche. Dr. Kaufland, gehen Sie mal zum Arzt. Wir sind doch geisteskrank. Sein Koffer lässt er niemals los. Stop it. Oh yeah, jetzt kommt der Wurf der Woche. Und jetzt sofort auf den Boden vor ihm. Das würde nur Harry passieren. Ja, stimmt, das passiert nur dem Klotz. Sieht echt aus wie so Samba Oleg. Hoffentlich landet das jetzt in so einem riesigen Teller chinesischer Nudeln. Dann klatscht so gegen eine Wand und ist kaputt. Nein! Das brennt ganz schön, das Zeug. Ist auch Samba Oleg. Ah! Schöne Kleid. Und der Klotz steht da nur wieder und guckt. So anteilst du doch so. Hä? Ach ja, Metatron, nee, gar nicht. Cybertron. Metatron war ja das Siegel hier. Das war so. Ach ja, Cybertron. Oh nein, Silent Hill, was tust du uns nur an? Oh nein. Oh, wer kommt denn da rausgeplatzt? Der Mottenmann. Das will auch die Störgeräusche erklären. Das ist wirklich sehr Baphomet der Mottenmann. Ja, da ist er nun. Der kann fliegen. Ja, das kann er. Oh, der schießt Blitze. Die Hexe brennt. Er ist auch eine Hexe. Sehr konsequent. Das ist eigentlich voll scheiße, dass der fliegen kann, ne? Scheiße, schnell, Jacke mehr. Ah, ja, bin dabei. Fuck. Schnell, Kitzelmaschine. So, sie haben das Jagdgewehr verloren. Wie viel haben wir überhaupt? 25 plus 6, 31 Schuss. Ja. Wir haben ja noch die Schrotflinte. Und eine Pistole. Und zur Not noch ein Küchenmesser. Und den Mr. Eyeballs. Und ein Otter. Wo ist denn der? Und ein Grizzlybär. Wo ist denn der Typ? Da oben. Er flattert fröhlich an der Küchenlampe. Oh. Der Klotz mag gewittern. Geht aber noch. Ja, es ist okay. Ist okay, dafür, dass er gerade vom Blitz getroffen worden ist. Geht das Vergnügen hatten wir ja auch mal. Ja, das stimmt. Naja, nicht direkt getroffen, aber
in der Nähe getroffen. Ich hatte es sogar jetzt mittlerweile dreimal schon, dass ich fast von einem Blitz getroffen worden bin. Zum Glück nur einmal. Reicht auch. Auf jeden Fall ist es immer wieder sehr, sehr laut. Oh. Sieht doch gar nicht, wann er sich bereit macht zu schießen. Nee, die Kameraeinstellung ist gerade nicht so geil. Ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn treffe. Ja, niemand, keiner weiß überhaupt irgendwas. Oh, nein! Ach komm, einmal laden bitte. Wer hat diese Kamera eingestellt? Nach jedem Blitztreffen muss ich einen Drink nehmen. Okay. Radiogeräusche des Todes. Ich glaube, das ist gar nicht das Radio, oder? Klingt auf jeden Fall wie so eine Radio. Ist das schon wieder? Alter, kennst du noch dieses von früher, von den alten Radios? Da gab es irgendwann einen Sender, der so richtig gemacht hat. Den fand ich immer unheimlich als Kind. Oh, er ist schon tot. Kennst du das? Nö. Diesen Sender? Nein. Das sagt man jetzt gerade. Bei alten Radios immer so. Arschloch, verschwinde aus meiner Stadt. Hier, guck ihn dir an. USA. Harry Mason mit seiner Kitzelmaschine. Aber wie willst du diesen scheiß Blitz noch ausweichen? Das ist echt zum Kotzen. Kitzelmaschine. Kitzelmaschine nachladen. Ja, was ist denn jetzt passiert? Wo ist das Gewehr? In deiner Hand? Nein. Ja, das haben sie das Gewehr abgelegt. Ey. Für immer auch. Es ist einfach komplett aus dem Spiel verschwunden. Huch. Ja, da fliegt, da war die Kamera übrigens gut eben. Der Kitzel mit Inkubus. Alter. Man sieht auch echt einen Scheiß einfach. Oh. Warum war der Blitz jetzt schlimmer als der andere? Man weiß es nicht. Silent Hill. Blöder, ja. Blöder Endkampf, blöd. Das heißt aber, er stirbt bald, wenn er solchen Schaden macht, oder? Ich hab keine Ahnung. Schieß mal einfach mehrmals auf ihn. Harry Mason. Geh mal schnell ins Menü. Harry Mason. Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich mal nur Dings. Damit du unverwundbar bist. Wenn das überhaupt so ist. Powerklotz! Vielleicht habe ich das auch nur erfunden, um cool zu sein. Ja, vielleicht. Und es gewittert wieder. Du kannst sie doch nicht ausweichen, ne? Nee, weil man sieht ja gar nicht. Alter. Na, macht dieser Bosskampf nicht unglaublich viel Spaß. Ja. Jetzt schieß drauf, sonst ja. Böser Dämon. Böser Scheißdämon. Ja, sehr gut. Das... Jetzt kommt die zweite Verwandlungsstufe. Ja, wir sind schließlich in einem japanischen Spiel. Es ist gut, dass wir nicht gegen alle Bosse nochmal antreten mussten vorher. Das wäre auch witzig. Das ist sehr japanisch auch. Der Boss-Rush. Ah, oh, ich hab Kopfschmerzen. Oh, Dämonen-Migräne. Migräne. Der Titten. Ja. Ab in den Verbannungscontainer. Oh. Wenn wir jetzt das gute Ende haben, müsste die Alte ihnen jetzt ein Baby geben, aber sieht nicht so aus. Wir haben kein gutes Ende? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Es ist jedenfalls nicht das Ende, was wir haben müssten, damit es zu Silent Hill 3 passt. Obwohl, man weiß es nicht. Vielleicht kriegt er ja noch das Baby. Okay. Was man ja schon im Intro gesehen hat. Übrigens, da spoilern wir gar nicht so viel. Oh. Kriegt das, glaube ich. Guck mal, wir haben das beste Ende. Ja, das ist, glaube ich, wirklich das beste Ende. Ja, Mann, sind wir geil. Wir haben Dr. Kaufland und Sybil gerettet und den Inkubus erschossen. Mann, Gott, wir sind echt cool für einen Klotz. Was soll ich damit? Ich soll gleich wieder draufdrehen. Oh, ein Baby. Ich sollte draufdrehen. Ich sollte. Nein, das ist die... Harry Mason, geh ins Licht. Teenager-Göre, die er dann im dritten Teil hat. Ja. Heather. Bio-Hazard. Jetzt schmeißt er das Ding einfach ins Feuer. Er ist halt ein sehr ungeschickter Klotz. So, ja, was soll ich damit? Ich werde doch niemals mit dem Kind fertig. Sybil, run. Nimm den Rollstuhl, damit bist du schneller. Rennt ins Licht, obwohl es noch ein Dämon ist. Das ist die Uber, die sich jetzt abholt. Nö, nö. Dr. Kaufland, yay. Aber er wird jetzt
gleich nochmal. Oh nein, nicht Dr. Kaufland. Obwohl, nee, gar nicht. Nee, alle sind glücklich. Obwohl doch, hier, guck. Was? Lisa ist auch glücklich. Ach, sie ist auch glücklich. Sie ist noch ein bisschen stinkig, oder? Na. Sie liebt ihn. Wunder, dass sie sich nicht an Harry Mason gerecht hat für die häusliche Gewalt. Sie traut sich nicht, er ist doch immer so grob. Ja, ist, Harry Mason ist ein sehr grober Klotz, ja. Das Lustige ist, schnell zur U-Bahn! Würde man jetzt nochmal das Intro angucken, was ganz am Anfang kommt, bevor man das Spiel startet, ja, dann steht er nicht mit seiner Frau mit dem Kind da, sondern dann steht er mit dem Sybil da. Echt? Weil das am Anfang, wo er da mit seiner Frau steht, soll quasi symbolisieren, wo sie damals die erste Cheryl gefunden haben. Ja. Und jetzt ist dann quasi, wo er mit Sybil das neue Kind hat. Da könnt ihr nochmal gerne auf Teil 1 gucken und vergleichen. Ja. Naja, jedenfalls, was wollte ich sagen, das ist auch für Harry richtig blöd. Die Tochter war schon alt genug, um selbst aufs Klo zu gehen, und jetzt hat er wieder ein Windelkind. Ja, und du weißt, Frau die teuerste Phase auch. Windeln kaufen, essen. Aber vielleicht heiratet er ja die geile Sybil. Es gibt ja auch immer noch die Babyklappe ins Halt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man nennt sie Spind in der Schule. Spind in der... Mist, hallo, Mr. Wittens, du bist unvergessen. Ja, das war Silent Hill, wir haben es geschafft, super. Makoto Yano, und es war nicht so gruselig wie erwartet. Nein, nicht ansatzweise. Koso Kitano. Wir haben aber auch viel dafür getan, das auch wirklich zu zerreißen. Das haben wir auch wieder sehr gut gemacht. Aber es ist nach wie vor mit eines der besten Horror-Games. Selbstverständlich, das ist gar keine Frage. Wer Horrorspiele spielen will, der kommt an Silent Hill auch nicht vorbei. Und ich bin wirklich auf Silent Hills gespannt. Ja, mit Daryl aus The Walking Dead. Ohne Scheiß. Und ach, das wird was. Ich kann mir vorstellen, dass das hervorragend wird. Also entweder wird es richtig scheiße oder hervorragend. Ich kann es nicht zocken, weil meine Plattformen alle zu alt sind. Ich muss mal gucken, was die Ansprüche sind. Vielleicht geht das auf dem hier. Ich bin mir unschlüssig. Klingt mir mit Technik auch nicht. Wäre cool. Ah, Monster Designer. Jetzt kommen die Besten. Die Besten. Ah, hier guckst du jetzt zwei Leute nur. Nicht schlecht. Dafür. Aber ich finde es sehr schade, dass es von Silent Hill keine Artbox gibt, so wie von Resident Evil oder so. Dabei, das hat auch so viel Potenzial im Grunde. Auf jeden Fall. Generell sehr, sehr wenig Merchandise. Auch mit den Kommentaren, was sie dazu inspiriert hat, überhaupt sowas zu machen. Das würde mich echt mal interessieren, aber findest du nicht. Naja gut, die haben sich natürlich von unterschiedlichen Sachen inspirieren lassen. Der Nebel war ja auch mit drin. Ja. Und Hieronymus Bosch, muss ich immer wieder sagen. Giga, HR Giga, finde ich. Ach so. Bisschen drin, gerade mit diesen Leichen, die an der Wand hängen, und das mit dem Metall, was rostet, das ist so sehr biomechanisch, was der Giga gemacht hat. Ja, Silent Hill, sehr schön. Das war, wie gesagt, war gut. Wie gesagt, Teil 2 und 3 werden wir natürlich eines Tages Harry Inaba auch vorknüpfen, aber jetzt kommt erstmal Resident Evil. Die Version mit dem Tick. Genau, Sega Saturn Version. Mit dem braunen Hunter namens Tick. Ja, den werdet ihr dann früh genug. Der normale reicht ja nicht. Nein, muss braun sein und hat sich in den Händen. Wir haben gedacht, das wäre eine gute Idee. Stars waren dabei. Stars. Wo wir gerade beim Thema sind. Oh, hi. Michael G. war Mason. Er wollte, der Nachname wollte anonym bleiben. Special Thanks. Helki. Okay. Stars auch. Nochmal danke an die Stars. Jay Valentine. Ach ja. 1999. So war das, ja. Mein Gott, und dann kam das Jahr 2000 und ab da wurde alles scheiße. Da haben die ganzen postapokalyptischen Filme zum Jahreswechsel doch recht bald. Wohl wahr. Gut, ja, wir verabschieden uns mit dieser letzten Folge. Es hat sehr Spaß gemacht. Das hat es. Ja, siehst du, das kommt dann im Intro, wenn man dann nochmal... Wie schön. Aber wollen wir jetzt nochmal kurz als Bonusvideo das machen, wenn wir ohne Waffen da reingehen? Oder ändert sich das? Ändert sich da so viel oder lohnt sich das nicht? Was passiert denn da genau? Weißt du das noch? Oh, hier kommt jetzt diese Making-of. Ja, man muss halt so lange rumlaufen, bis der Geist von alleine aufgibt. Aber das Ende bleibt dasselbe. Ja, da ändert sich. Ja gut, dann haben wir das ja geklärt. Soll halt die Vorgehensweise anders. Nee, dann ist das hiermit offiziell... Oh, guck mal, wie Lisa sich freut. Der letzte Teil, ja, das Finale. Sehr gut. Yeah. Sybil Bennett. Du hast versucht, Mason zu töten. Und aus dir kam Otterbaby raus. Das ist noch viel kranker. Das Kind ist mega unheimlich, ey. Ah. Mein Gott, ist das furchtbar. Sherry Mason ist unheimlich. Das ist da, ja. Oder?
Daumen hoch. Alessa ist das, ja. Ach, Alessa. So sah die doch gar nicht aus. Das ist die Hexe. Das ist Dahlia. Was macht sie Lustiges? Auf jeden Fall ist sie gläubig und liebt Jesus Christus. Sie glaubt an Jesus Christus. Sieht man ja. Guck. Ah. Oh. Wunderschön geschminkt. Ja. Keine Schuhe, aber Schminke. Man muss ja auch Prioritäten setzen. Wie man sein Hartz IV verkloppt. Das war alles nur ein Traum. Harry Mason ist einfach nur besoffen im Diner eingepennt. Also, oh Gott, was war das wieder für eine Nacht? Ich hab von Flugsauriern geträumt. Dann ist es doch kein Traum und er muss verkatert alles überleben. Oh Gott, das ist ja wirklich furchtbar. Nowhere überall quasi. Harry Mason, guck mal. Harry Mason! Der Klotz. So ein oller Schönling. Ein klotziger Schönling. Der kriegt bestimmt jeder ins Bett, der alte Sacksau. Ah. Ah, ja. Gut, plus. Oh. Wir haben den magischen Telepathiestein, damit wir mit Aliens in Verbindung treten können. Das Ende müssten wir eigentlich auch irgendwann mal machen, aber dann muss ich nochmal gucken, an welchen Orten man das machen muss. Man muss an bestimmte Orte mit denen in Kontakt treten. Ja, dann halt Benzin und den Bohrhammer und alles. Das, was wir quasi schon, haben wir ja schon gesehen hatten. Ja. Nur das kann man jetzt nutzen. Ja, guck mal, wir haben echt abgeräumt, ne? Normal, Game Clear einmal. 6, ach nee, gut, plus hat das, 16 Speicherungen, blau, 4 Stunden, 51 Minuten. Jo, geht. läuft. Items 163 von 204, haben wir nicht alles gefunden. Das sind 3234 Kilometer. Was? Nein, 16 Kilometer nur insgesamt, ne? Nein, hier genauer, 3 Kilometer und 234 Meter wird das ja wohl sein. Ich glaube nicht, dass Harry Mason die Welt umrundet hat. Walking Distance ist es halt, wo gehen man und rennen ist. Ja. Genau. Wir sind größtenteils gerannt natürlich, obwohl das auch schon klötzig war. Short Range Shots. Middle Range. Recht viele Items haben wir übersehen. Ja. Ja. Naja. Aber ist okay, Leute, es ist okay. Ist okay, hätte schlimmer kommen können, nach all den Jahren, ne? Das stimmt. Hat mich sowieso gewundert, dass wir relativ gut durchgekommen sind. Auch die Kanalisation war recht schnell. Ja, ist okay. Alles gut. Ja gut, damit frohe Weihnachten. Wir speichern mal. Wir speichern. Frohe Weihnachten, das war Silent Hill 1. Es war ein Vergnügen. Tschüss, Kinder, und lasst euch reich beschenken. Obwohl, wenn ihr das seht, ist Weihnachten schon vorbei, aber vielleicht guckt ihr es ja auch nächstes Jahr zu Weihnachten. Oder übernächstes Jahr. Mein Gott, das ist oder so in 20 Jahren, man weiß ja nie, was kommt. Wenn es YouTube dann noch gibt oder uns, ja, keine Ahnung. Uns gibt's dann bestimmt nicht mehr. Das steht schon mal fest. Mit diesen weisen Worten verabschieden wir uns jetzt endgültig. Für immer. Ciao, ciao.